So, hey ho Leute und willkommen zurück zu Resident Evil Code Veronica X. Ja, ihr wundert euch bestimmt wahrscheinlich, dass ich hier nun bin, in diesem Raum mit den Bildern. Das liegt daran, dass ich, ich bin im letzten Part gestorben, wie ihr gesehen habt, von der Spinne. Und da musste ich das ein bisschen nachspielen und ich habe ein bisschen, bevor ich wieder bei dem scheiß Spinnen rein musste, habe ich dann einfach hier gespeichert. Und ihr seht, dass ich eigentlich noch die gleichen Gegenstände wieder geholt habe. Panzermodell, nur dieses Mal habe ich ein bisschen mehr Leben, wie ihr seht. Ich habe noch das Heilspray, weil ich mich diesmal natürlich nicht so dämlich von den Spinnen beißen oder angreifen lassen habe. Tue, solle. Naja, auf jeden Fall. Durch diese Drohnen, die der Wesker geschickt hat, haben wir ziemlich Probleme hier durch die... Oh! Ja, was war das? Was war das, Leute? Ja, ich will nicht das Mikrofon übersteuern, da habe ich immer Angst, dass irgendwelche Aufnahmen nicht genommen werden. Aber gut, jedenfalls, ja, ihr habt es gesehen, ich hab zwar Achtung, also nicht roten Gefahr, sondern gelben Bereich. Aber dieses Scheißvieh ist jetzt vor unserer Tür. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das am besten? Ich versuche jetzt einfach mal mit vorbeirennen. Ja, es geht einigermaßen. Es geht einigermaßen. Nein, es geht nicht. Ja, Leute, ihr seht schon, wie angriffslos diese Scheißviecher sind. Meines Wissens müssten das Hunter sein. Die sind einfach schneller als ich. Guck, die sind einfach schneller als ich und ich kann einfach nichts gegen machen. Für meine Schrotflinte wäre das viel einfacher. So, jetzt probiere ich das mal mit Kraut aus. Ach, mit. Auch wenn ich das nicht benutzen wollte. Kacke. Ja, guck mal da! Lass mich mal vorbei. Scheiß Viech. Oh, rein da. Er sagt ja, wenn man die Steuerung nicht gut beherrscht, dann hat man echt schlechte Karten, Leute. Noch in den... Da heißt der. Ich würde auch gerne nochmal meine Sachen ablegen. Ich glaube, das mache ich auch. Weil die Zombies sind mir im Moment viel lieber. Oh oh. Nochmal. Wie, ich kann nicht runtergehen? Ach, tolle Scheiße. Naja, ich dachte, jetzt könnte ich mal hier die Leiter benutzen und dann... Beziehungsweise, da war ja, glaube ich, auch noch ein Speicherpunkt. Ach, wie machen wir das jetzt, Leute? Ich habe hier so viel Zeug mit. Warte... Kann ich nicht irgendwas in den Standard legen? Ach, shit. Das komische Standard. Ein Messer will ich jetzt auch nicht haben. Das wird, glaube ich, so gut wie nichts bringen. Und es führt einfach nur zu mehr Verlust von Leben. Und das ist hier sehr wichtig. Genau wie Munition. Etwa wenn man das eine hat, hat man das andere nicht. Und wenn man das eine hat, hat man das andere nicht. Ihr wisst, was ich meine. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Ich würde da gerne runtergehen. Aber da waren ja auch Hunter. Und das nützt mir momentan nichts. Weil ich die Schrotflinte will. Oder brauche sogar. Gegen die Viecher. Das
gehen wir auch gleich so elendig drauf. Ich würde sogar sagen, wir sind die Spinner sogar ein bisschen lieber. Deswegen würde ich jetzt gerne zu denen hingehen. Weil das ist gleich eigentlich unsere einzige Station, wo wir eine Kiste haben. Nur habe ich echt keine Lust jetzt auf die Spinnen. Aber wir haben jetzt so viel Zeug wieder gefunden. Ich kann es jetzt auch gar nicht verwenden, oder? Ich prüfe mal das Panzermodell. Das haben wir gar nicht geprüft, ne? Das Panzermodell auf einem Gestell. Ja. Bringt mir nicht viel. Prüfe ich auch mal. Okay. Aus Metall auf dem Schild steht Chemielager. Ja, wo war denn das Chemielager genau? Ich könnte zu dem Wurm gehen. Ja, mache ich sogar. An dem komme ich doch besser vorbei als als an den Spinnen, muss ich sagen. Vielleicht ist er auch weg. Wenn wir Glück haben, ist er sogar weg, Leute. Ich weiß es nicht. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, da liegt auch noch was. Ich habe es bestimmt gesehen. Ich rufe es mir auf den Rückweg. So. Ich werde auch, glaube ich, das Messer in die Kiste legen, weil ich benutze es ja so gut wie nie. Bei Claire habt ihr es auch gesehen. Ich habe es nicht genutzt. Und, ja, komm, brauche ich nicht. So, was brauche ich noch nicht? Die vorerst nicht. Ach, Pfeile brauche ich auch vorerst nicht. Chemielagerschlüssel behalte ich mal alles. Werde ich nochmal kurz speichern, weil das ist wohl die geeignetere Stelle zum wenn ich wieder sterben sollte. So. Gut. Weil hier waren nämlich auch noch so zwei Maschinenpistolen, vielleicht können wir die ja jetzt mit irgendwas rausholen, mit dem Panzermodell vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Die 50% Munition will ich auch ungern einlagern. Deswegen packe ich erstmal nur das Farbband weg. So, haben wir doch 4 Slots. Ich glaube, das müsste erstmal reichen. So, hier. 2 Pistolen liegen auf der Dings. Und was muss ich dafür benutzen? Das hier? Hier liegen 2 Pistolen. Die kann ich auch nicht aufnehmen, ne? Hm. Vielleicht doch später nochmal. So, schnell den Wurm vorbei. Ist gut, Wurm, ist gut. Da liegt noch was. Ach, noch mehr Pfeile, scheiße. Also nehme ich es einfach mit. Ich denke mal, die werden uns jetzt nicht so behindern. Ich weiß gar nicht, ob die Schrotflinte braucht oder ob ich nur einen Slot, ne? Das war das Gute an ihr. Panzermodell hätte ich jetzt auch keine Idee, wo wir das einsetzen können. Wir brauchten eine helle Bade, ne? Beziehungsweise wäre so ein Adler-Symbol. Naja, gehen wir erstmal hoch. Unser Zustand ist noch gut. Das finde ich natürlich auch sehr gut. Ja, bitte da hoch, Chris. Chris. Und da hatten wir noch ein komisches Dokument gefunden mit einer speziellen Legierung. Das werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Wieder ein kleines Rätsel lösen müssen. So. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Genau, ich gehe einfach zu der Schrotflinte, Leute. Also ich halte jetzt erstmal die zweite Etage, also beziehungsweise der erste Floor für gesperrt für mich. Das ist ja wie die Kammer des Schreckens da mit den Huntern. Aber ich habe es auch echt versucht, da war ja dieses
diese Drohne, die schwebte ja vor dem Speicherraum so in der Luft. Und ich habe echt versucht, an der so vorbeizuhuschen, habe immer so das Muster von der eingeprägt, aber ich finde das echt ziemlich schwierig. Ja, doch, nur ein Slot, das ist gut. Und ich hoffe, die zieht den Huntern auch richtig Leben weg, beziehungsweise bringt die aus der Balance, damit die nicht auf mich zugerannt kommen. Ne, versteht, was ich meine, also dass die zurückgeworfen werden durch den Rückstoß. Das erhoffe ich mir jetzt stark. So. Vielleicht sind sie auch schon weg. Ich weiß es nicht. Aber dieses scheiß Drohnenvieh müsste ja immer noch sein da oben. Ach Gott. Da ist es. Was? Alter, die haben mir richtig gegeben, ey. Aber ich habe den auch richtig gegeben. Ey, der eine ist direkt von einem Schuss gestorben. Ich denke mal, weil ich den Kopf direkt getroffen habe. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. So, ich will jetzt keine Hunter mehr haben, bitte. Ach Leute, ey. Ne, ich bleib jetzt glaube ich erstmal in dem Raum. Ich glaube, da passiert mir erstmal nichts und such den erstmal noch ab, bevor ich weitergehe. Vielleicht liegt da was Wertvolles. Wie zum Beispiel das Pulver. Da oben liegt es. Hatte ich euch ja letztes Mal gesagt. Ich hoffe, ich komme da jetzt nur dran. Ja, komm ich. Oder? Nein. Ach, Chris, komm. Du bist doch gerade da hochgegangen. Ach, Leute, ich verstehe das nicht, dass man nicht einfach auf Knopfdruck da hochgehen kann. So eine Kiste. Hä, wie gehe ich jetzt da nochmal hoch? Du bist doch gerade hochgegangen. Chris, jetzt verarsch mich nicht. Was war doch gerade oben? Ah, doch mit... Hä, muss ich doch einen Knopf drücken? Ach Leute, ich bin schon so verwirrt. Ich sag, die Hunter machen mich schon fertig. Nö, also da hoch kann ich nicht. Wie mir scheint. Die Kiste kann ich auch nicht ranziehen, ne? Okay. Mache ich das jetzt am besten? Hier muss ich doch von der anderen Seite da irgendwie hoch. Kann ich sowieso nicht rein. Das ist ein Schlüsselloch. Kann ich den verwenden? Warte mal, nochmal richtig hinstellen. Nee, doch nicht. Brauchen wir doch einen anderen Schlüssel für? Habe ich jetzt wieder die Pistole? Ja. Weil die Schrotflinte ist mir jetzt echt wichtig. Die will ich nicht verbrauchen. So, gucken wir uns mal an, was hier drin ist. Oh Gott. Oh, was ist das denn für eine Ansicht? Okay, da ist irgendwas Böses drin. Habe ich jetzt echt keine Lust für. Oh, da ist Munition. Munition, Leute. Mehr Schrotpatronen. Ich sag dir, das erste, was gleich kommt, das schieße ich. Aber sowas von. Was ist hier? Ach so. Ach, Leute. Wie ich ja gesagt habe mit der Legierung da, diese Notiz. Nee. So Leute, jetzt kommt dieses große Rätseln. Ja. Dateien.
Nein. Gefangenen. Hä? Na, wo ist das jetzt eingetragen? Regierungsimpfung, ne? Oder? Ja. Genau, jetzt will ich mal wissen, was ist das für eine Chemikalie? Stärksten Säuren löst sich schnell auf in der Mischung aus. Mit Alpha und Dings, okay. Standhaltung angezogen, weil es keinerlei Magic-Ding hatten auf die bestimmten Temperatur blau, okay. Dann ist die wohl die untere Variante. Und nicht die Alpha. Das heißt, dass diese Temperatur exakt den Datum entspricht, an dem diese Trainingseinrichtung fertiggestellt wurde. Glauben wir das denn? Okay. Wann ist das Datum? Ja, super. Muss ich jetzt wieder weiter stöbern. Hä, man wollte die Einrichtung. Leute, wann wurde die denn gemacht? Ne, das ist ja was anderes. Genau, das war mit dem Familienvorstand. Okay. Naja, diese Legions, da steht ja nichts von drin, wann diese Einrichtung. Vielleicht finde ich ja hier noch was, die mir darüber Auskünfte gibt, und ich finde schon mal ein grünes, blaues Kraut. Ah, scheint so, als würden wir gleich wieder vergiftet werden oder so. Aber da ist noch ein grünes, oder? Ein rotes sogar? Alter Schwede. Steht denn keine Info? Da am PC? Nein. Ich will noch keine Temperatur einstellen. Weil ich ja die Dings nicht weiß. Okay, wie finde ich das denn jetzt heraus? Leute, stand das wie ich meinen Daten oder muss ich da wirklich noch was finden? Ich habe es jetzt nicht gesehen oder so. Ist auf Alfred. Arbeitertagebuch vielleicht? Ne. Ah doch. Heißt es da vielleicht? Nein, oder? Nein, auch nicht. Ja, ich gucke hier wieder alle Sachen rein. Das ist wieder, wenn ich nicht gründlich die ganzen... Das wäre von ganz vorne. Ich glaube, warte mal, ich mach mal.
Ich probiere es jetzt einfach mal, wenn es gleich kaputt ist, dann... Ich glaube, das ist 30. Nach dem Arbeitertagebuch hat er da angefangen in diesem Konzern. Ja. Okay. Okay. Okay, da passiert einfach nichts. Okay, dann können wir ein bisschen rumprobieren. 18. Na Leute, ey. Ach, guck mal, geht ja relativ schnell, wie sich das runterkühlt und wer hochheizt. Beide Witzka. Normal müsste ich das schon dabei haben, oder? Oder irgendwas ist im Raum, was ich jetzt nicht wieder gesehen habe. Warte mal, vielleicht liegt es auch an der Nachkommazahl. Warte mal. Nein. Ich habe die Zahl, die dort auf dem Bild steht. Also das war wegen dem Dings. Und ich wollte ja auf die Arbeiter gehen. Arbeiter war aber im gelben Buch. Grußkarte war auch nichts, ne? Ja, das war von der... Hier müsste es doch drin sein. Das ist doch das, was wir mit Chris gefunden haben. Nee, doch nicht. Wir müssen noch was finden, Leute. Das ist die einzige Möglichkeit jetzt. Ja, das sind vermutlich Viren ausgetreten, die wahrscheinlich ja noch im ganzen Raum rumschwirren. Liegt denn hier nichts? Vielleicht habe ich ja schon irgendwo was gelesen oder gesehen. Ah, Leute, ey, ich bin doch darin so nicht so gut. Die Zahlen da merken. Da brauche ich einen Schlüssel für. Ich will nicht wieder zurück. Ich brauche eine Temperaturzahl. Warte mal. Ja, zurück. Müsste doch eigentlich was in dem Raum liegen, oder? Normalerweise. Aber hier ist ja auch nur umgekippte Stühle. Mehr Chemikalien hier. Hier ist das Rote da. Sieht schon so, als ob man das aufnehmen könnte, aber man kann es nicht aufnehmen. Aber guck mal, der weiß nicht, was er da machen soll, aber eine Temperatur kann er einstellen. Vielleicht 15? Also das exakte auf die Temperatur sein muss. Ich wahrscheinlich wird das noch vermutet habe. Hm. So, jetzt ist mir das zu doof. Ja, Leute. Stellen wir mal 12,8 ein. Ich hatte jetzt keinen Bock mehr, da alles rumzurätseln. Ich habe das jetzt nachgeguckt. Aber das ist auch eine richtig krasse Zahl. 12,8, das müsste ja dann das Datum 12.8., also 12. August sein. Den wir wohl irgendwo gefunden hätten. Oh Gott.
Ah, kommt da, der rote Junge. Ja, Alter. Man hat sich ja schon gedacht, dass, wenn man hier irgendwas auslöst, dass da irgendwas kommt. Das kann ja nicht hier so ein großer Raum ohne Gegner sein. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Aber zum Glück kein Problem für unsere Schrotflinte in dem Moment. Ja, und jetzt schnell raus hier. Man weiß ja nie, ob vielleicht gleich noch ein paar Hand danach kommen oder nicht. Nein, auf jeden Fall, sorry, wenn ich mich jetzt nicht die ganze Zeit nach dem Code umgeguckt habe, aber das hat, glaube ich, echt zu lange gedauert. Vielleicht hatte ich den ja auch irgendwo schon gesehen gehabt in irgendeinem Dokument, aber bis ich das jetzt wieder nachgeguckt hätte oder so herausgefunden hätte, ist ja ewig gedauert. Und naja, 12.8. ist ja auch nur eine Zahl. Gut, Leute, dann gehen wir jetzt mal zurück. Und müssen leider unsere Schrotflinte wieder abgeben, um nach oben zu kommen. Ich hoffe, wir finden jetzt noch so ein Ersatzobjekt, wo wir die gegen eintauschen können. Hier irgendwie so ein... Jetzt prüfe ich nochmal hier die Chemikalie. Also wir brauchen auf jeden Fall noch die Alpha-Chemikalie. Die A, die andere dazu, um wegen der Legierung. Aber guck mal, auch merkwürdig, dass die 12,80 bläulich färbt. Aber jetzt, wo wir es mit hat bei Körpertemperatur, dass die dann einfach noch blau bleibt. Ziemlich merkwürdig, aber, ne? Wenn man realistisch halten würde, aber okay. Will dir jetzt nichts anprangern. Naja, auf jeden Fall geh ich jetzt zurück zu unserem super, super Speicherpunkt. Ja, das Panzermodell, das, habe ich auch noch gar keine Ahnung, wo wir das gebrauchen könnten. Wahrscheinlich für irgendeine Tür oder irgendeinen Mechanismus, sehr wahrscheinlich. Hier müssen wir auch noch das Gas abschalten können. Also von der anderen Seite, da wo die Leiter ist. Da wo wir es ja auch schon oft mit Claire versucht haben. Mal gucken, wie wir da hingelangen. Aber jetzt hier erstmal wieder abspeichern. Das kennt ihr ja von mir, immer, immer mehr abspeichern. Aber ich habe auch schon ein bisschen überzogen. Von daher, und nicht in den ersten Flur gehen, den Kammer des Todes, Kammer des Schreckens, wie ich es ja genannt habe, ne? Ein Hunter und ein Speicherpunkt ohne Kiste ist ja super duper. Gut. Ja, Chris, ihr seht es ja oft, ich habe es nicht so mit dieser Steuerung. Vielleicht bin ich auch noch zu oft die neueren Teile von Resident Evil gewöhnt. Oder dritte Person an sich da. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal von euch, Leute. Und würde sagen, bis zum nächsten Part von Resident Evil.